Hallo Leute, ich will einmal vorausschicken, warum ich heute hergekommen bin und diesen Vortrag halte, beziehungsweise diese Thesen hier vorstelle, weil ich hier will keinen allzu langen Vortrag halten, weil meine Erfahrung ist, dass es gescheiter ist, wenn man ein paar Sachen kürzer bringt, provokante Thesen voranstellt und daraus sich ergebende Fragen und Einwände in einer Diskussion klärt. Bei den Anarchisten ist es zumindest heute leider üblich, dass man nicht allzu viel Theorie wälzt, sondern sich lieber auf direkte Aktion, alternative Formen des Zusammenlebens und Wirtschaftens, Kultur und Kunst, des Formen der Selbstentwicklung verlegt. Ich bin ein Sympathisant des Gegenstandpunktverlags. Das sind so Leute, die haben sich zum Ziel gesetzt, einmal strittige Fragen zu klären, Theorie zu treiben und sich dann darüber einmal mit anderen ins Benehmen zu setzen. Der Silvio Gesell war einer der wenigen Theoretiker des Anarchismus, der sich mit ökonomischen Fragen beschäftigt hat. Er war eine Art Vorbild von John Maynard Keynes, der sich auch explizit auf ihn bezogen hat. Und heute angesichts der Finanzkrise besinnen sich viele Leute wieder auf ihn. Das war Grund genug für mich, ihm eine kritische Würdigung angedeihen zu lassen. Aber zunächst einmal will ich über das reden, was Geld ist, was überhaupt ist, diese Materie. Teil 1, der Tausch. Der Platz, an dem Waren getauscht werden, ist der Markt. Wer am Markt, ganz gleich, ob es jetzt ein kleiner, lokaler oder der große Weltmarkt ist oder eine Tauschbörse im Internet, wer dort etwas erwerben will, muss gleichzeitig etwas anderes dafür hergeben. Er muss also etwas haben, das er eintauschen kann. Wenn er nichts hat, hat er auf dem Markt nichts verloren. Er kann sich also auch von dort nichts holen. Was immer für Bedürfnisse er hat, er kann sie nicht befriedigen. Gleichzeitig haben wir eine Eigentumsordnung, die viele Menschen von jeder Möglichkeit, etwas herzustellen, ausschließt. Die meisten Menschen haben kein Land, auf dem sie etwas anbauen könnten. Sie haben keine Werkstatt, in der sie sich etwas zusammenbasteln könnten. Sie haben nicht einmal ein Haus oder eine Hütte im Wald, in der sie wohnen könnten. Um an Lebensmittel, Wohnraum oder Gebrauchsgegenstände heranzukommen, müssen sie etwas dafür hergeben. Heutzutage ist das das Geld. Es wäre aber um nichts besser, wenn Tauschgegenstände aller Art auch auf den Markt zugelassen bzw. nachgefragt würden, weil die haben sie ja auch nicht. Die meisten Menschen sind von jeder Möglichkeit, etwas Nützliches zu erzeugen, einfach ausgeschlossen. Es gibt ja viele Erklärungen, warum auf der Welt gehungert wird. Sie sind alle falsch. Unter anderem deshalb, weil sie diese grundlegende Gleichung, um etwas zu bekommen, muss man etwas dafür hergeben, nicht zur Kenntnis nehmen. Da werden logistische und Verteilungsprobleme angeführt, die Natur und ihre Tücken, menschliche Gier und korrupte Beamte oder eine ungerechte Weltordnung, in der die einen sich überfressen und die anderen deswegen nicht einmal das Nötigste kriegen. Wenn solche Gründe angenommen und anerkannt werden, ist der Tausch und das Prinzip des Eigentums fein heraus. Sie können halt dann nicht der Grund sein. Oft wird eben eine bessere Austauschordnung, ein gerechterer Zugang zu eben diesem globalen Markt als Lösung für die Ernährungsprobleme der Menschheit angeführt. Dabei muss man, um hungrige Menschen zu finden, schon lange nicht mehr in die dritte Welt, die Länder der Peripherie schauen. Es gibt, wie man den Medien entnehmen kann, längst in den Zentren unserer Weltordnung, auch hier in Berlin, jede Menge Leute, die Schwierigkeiten haben, sich ordentlich zu ernähren. Zum Beispiel Schulkinder, die zu Hause nichts zum Essen kriegen und in Schulen und öffentlichen Küchen mit Essen versorgt werden müssen. Und diese sozialen Zustände werden gar nicht verschwiegen. Jeder kennt sie. Aber da auch jeder, der das liest oder im Fernsehen sieht, überzeugt ist, dass Tausch und Eigentum notwendig sind und dass gar nichts produziert würde, wenn es nicht nachher mit einem Gegenwert abgegolten wird, so kann man solche eigentlich empörenden Zustände ruhig zur Sprache bringen. Die Medien können sicher sein, dass niemand deswegen an unserem Wirtschafts- oder Gesellschaftssystem zu zweifeln anfängt, sondern nur Initiativen fordert, die diese Zustände handhabbar machen. Ich lege deswegen einen solchen großen Wert auf den Umstand, dass der Tausch eine Form des Ausschlusses ist, weil heute angesichts der Tatsache, dass das Geld irgendwie ein bisschen in Misskredit geraten ist, billige Kritiker unseres Gesellschaftssystems die Lösung aller Probleme in einer Rückkehr zu einer Art Tauschwirtschaft sehen. Oder zu einem Tauschmittel, das kein Geld ist, sondern irgendein anderer nützlicher Gegenstand. Ich will auch noch darauf hinweisen, dass es vor dem Kolonialismus viele Gesellschaften und Wirtschaftsformen gegeben hat,
die vom Tausch nichts gewusst haben und wo die Menschen sich auch irgendwie ernährt und gekleidet haben. Viele der indigenen Bewegungen in Lateinamerika heute zum Beispiel haben sich zum Ziel gesetzt, das Land, das ihnen im Laufe der Jahrhunderte geraubt worden ist, wieder zurückzubekommen und in Gemeinschaft zu bewirtschaften. Und sie werden brutal niedergemacht von den jeweiligen Regierungen, auch in Venezuela zum Beispiel, weil ihre Begehr eben eine prinzipielle Kritik an Eigentum und Tausch bedeutet und damit die Grundlage der Staaten, in denen sie leben, in Frage stellt. Die Verteidiger unserer Gesellschaftsordnung hingegen werden nicht müde, darauf hinzuweisen, dass Tausch eine feine Sache ist und am besten mit Geld geht. Damit wollen sie Werbung für das Geld machen. Sie weisen mit allerlei Beispielen darauf hin, dass es furchtbar unpraktisch ist, wenn Leute mit Kartoffeln auf den Markt gehen und diese für Schuhe eintauschen wollen. Und wenn man unbedingt tauschen will, ist das ja wirklich unpraktisch. Wer will schon die Kartoffeln und wer gibt Schuhe dafür her? Deswegen, so meinen die Anhänger des Tausches, ist es super gut, dass es ein universelles Tauschmittel gibt, eines, das alle haben wollen. Marx nennt das das allgemeine Äquivalent. Er will damit ausdrücken, dass es ein Tauschmittel gibt, geben muss, das alle akzeptieren und alle haben wollen. Was heißt das für den Tausch? Das heißt, dass alle, die tauschen wollen, einmal dieses allgemeine Zahlungsmittel haben wollen, damit sie dann dafür das kriegen, was sie selber am Markt holen wollen. Also, sie bieten etwas an und hoffen, dass es dafür einen Käufer gibt. Und dann wollen sie für ihre Ware das bekommen, was die anderen Verkäufer als Gegenwert anerkennen. Alle, die auf den Markt gehen, akzeptieren und wollen dieses allgemeine Äquivalent. Weil damit ist sicher, dass sie selbst, wenn sie es einmal an Land gezogen haben, damit auch einkaufen gehen können. Man vergesse hier nicht, jeder geht mit seiner Ware auf den Markt, weil er erstens sein Zeug loswerden und zweitens etwas dafür kriegen will. Etwas, das er selber nicht hat und nicht erzeugen kann. Ganz gleich, ob es Lebensmittel sind, die er essen will, oder Rohprodukte, die er braucht für die Erzeugung seiner Ware. Also, alle wollen dieses allgemein anerkannte Tauschmittel. Früher, in einfacheren Tauschgesellschaftsformen, im Mittelalter in Europa, war dieses allgemeine Äquivalent ein Edelmetall. Gold oder Silber und als Kleingeld das Kupfer. Und sofort hat es wen gegeben, der sich dieses allgemeinen Äquivalents bemächtigt hat. Die Vorformen der Staatsgewalt eben, die Regierungen, die Fürsten. Gold- und Silberbergbau waren, selbst wenn sie privat betrieben worden sind, unter die Kontrolle des Staates gestellt und das Münzprägerecht war ein staatliches Monopol. Wenn nämlich jemand dieses allgemeine Tauschmittel in der Hand hat, so hat er eine Verfügungsgewalt über die Gesellschaft. Diese Instanz kann den anderen die Bedingungen des Tausches bestimmen, aufnötigen. Diese Instanz hat die Möglichkeit zu bestimmen, was etwas wert ist und was nicht. Deswegen haben die feudalen Regierungen, eben Könige, Kaiser und Fürsten, das Monopol über die Gewinnung von Edelmetallen und das Münzprägerecht für sich gesichert. Alle, die auf den Markt gegangen sind und dort etwas loswerden wollten, haben dafür dieses allgemeine Tauschmittel das Geld haben wollen und deswegen selbstverständlich akzeptiert, dass ihre Ware in diesem Wert dieser Münze gemessen wird. Das heißt so viel wie, sie haben ein allgemeines Wertmaß anerkannt, dem sich ihre Produktion, ihre Ware unterordnen muss, weil sie nur dadurch einen allgemein anerkannten Wert erhält. Und dass ihr Produkt, ihre Ware nur dann, wenn sie diesen Wert an Land ziehen kann, versilbert werden kann, überhaupt Wert hat, also verkäuflich ist. Auch das haben sie akzeptiert. Wenn das einmal soweit ist, dass ein solches Maß der Werte, auch das ist wieder ein Ausdruck von Marx, als eine der Funktionen des Geldes eingerichtet ist und jeder danach strebt, es in die Hände zu bekommen, so hat das Metallgeld seine Mängel. Es ist nur begrenzt verfügbar, seine Herstellung ist kompliziert und kostspielig und es nutzt sich im Gebrauch, also im Händewechsel ab. Irgendwann war die Zeit also reif für seinen Ersatz durch passendere Substanzen. Die Staaten, die Regierungen als Garanten des allgemeinen Äquivalents sind irgendwann dazu übergegangen, dieses selbst herzustellen und ihre pure Gewalt dafür einzusetzen. Das war ein langwieriger Prozess. Papierzettel als Geldersatz sind dem vorausgegangen. Kaufleute stellten Wechsel aus und Banken Produkten, Banknoten. Diese privaten Wertersatzzettel hatten ihre Gültigkeit als Vertreter von Ware oder Münzgeld.
Sie waren glaubwürdig durch Bezug auf zu verkaufende Ware oder durch Versprechen auf Münzgeld. Der Staat lernte daraus und aus der Nachfrage nach seinem eigenen Münzgeld, dass dieses ersetzbar war, durch Zahlungsversprechungen des Staates, die er dank seiner Gewalt garantierte. Das Staatspapiergeld, das selber keinen Wert hat, oder so viel halt wie andere Papierprodukte, Servietten, Klopapier, erhält seinen besonderen Wert als allgemeines Äquivalent dadurch, dass der Staat seinen Wert garantiert und sagt, draufdruckt und sagt, dieser Zettel ist 50 und jener 100 Euro wert. Die zwei Zettel sind natürlich die gleichen von ihrer Substanz her. Der Unterschied in ihrem Wert kommt von außen, vom Staat her, der diesen unterschiedlichen Wert darauf druckt. Heute wird der Wert der Waren, also allen Reichtums, der etwas gilt in dieser Gesellschaft, nur in Staatspapiergeld gemessen. Es geht auch gar nicht anders. Die Geldzirkulation zurückzuführen auf Edelmetalle ist unmöglich. Die Tauschwirtschaft und Geldzirkulation ist nicht aufgehoben, aber sie wird immer mehr in Frage gestellt. Und zwar nicht aus einem Misstrauen gegenüber dem Tausch, sondern gegenüber dem Wert. Wenn ich etwas auf den Markt trage und dafür ein allgemeines Äquivalent erhalte, gilt mir das überhaupt den Wert meiner Ware ab? Damit ist das Austauschverhältnis überhaupt in Frage gestellt, aber nicht seinem Wesen, sondern seiner Handhabbarkeit nach. Und deswegen kommen immer mehr Leute wieder auf Silvio Gesell. Was ich vorausschicken wollte über das Geld, damit man auch versteht, was meine Einwände sind gegen Gesell. Was die Beschäftigung mit Gesell betrifft, so verhält es sich mit ihm ähnlich wie mit seinem Bewunderer Keynes. Man beruft sich gern auf ihn, aber man liest ihn kaum. Ein paar Punkte, worin der Gesell durchaus wieder Anhänger hat, auch wenn Sie vielleicht seine Theorien gar nicht kennen und nachher nicht wissen, dass sie in Übereinstimmung sind, sind erstens die Deckung des Geldes. Eine Kritik am modernen Staatspapiergeld ist die, dass es ungedeckt sei und deshalb jederzeit plötzlich an Wert verlieren könne. Mein hauptsächlicher Einwand gegen dergleichen Kritik ist, dass Geld und Wertproduktion an sich Dinge sind, die zu bekämpfen und abzuschaffen sind. Deswegen habe ich vorher den Vorspann gemacht. Es hat aber die Kritik von Gesell auch ihre inneren Widersprüche. Erstens, Geld soll durch Waren gedeckt werden. Wie soll das gehen? Wenn auf Geldscheinen ein Nominalwert aufgedruckt ist und einem Geldberg ein Warenberg gegenübergestellt wird, wie soll ich da Deckung einstellen? Wie viel Geld eine Ware wert ist, ist zunächst etwas, was sich normalerweise am Markt herausstellt. Man müsste, um diese angestrebte Deckung oder Entsprechung zwischen Waren und Geldzetteln zu erzielen, den Wert jeder einzelnen Ware in Geld dekretieren und Preisveränderungen unter Strafe stellen. Dann ist aber der Markt futsch und wir sind im realen Sozialismus und es hört sich auch jede private Produktion auf. Zweitens, Geld soll durch Edelmetalle gedeckt werden. Es wird ja immer wieder gefordert, ich weiß nicht, ich lese das in einer Zeitung, man soll jetzt einen Goldstandard zurück oder so. Auch das gab es ja schon einmal. In den Nationalbanken lagerten Silber- oder Goldschätze, die den Wert des in Umlauf gebrachten Papiergeldes garantieren sollten. Nur, sobald das Vertrauen in das Papiergeld verloren ging und die Bürger die Papierzettel gegen Geldware eintauschen wollten, so war natürlich immer zu wenig davon da und die Parität musste aufgehoben werden. Denn jede Goldmenge, die in der Bank liegt, ist als Schatz, totes Kapital. Deswegen wurde sie auch immer gering gehalten und stellte nur einen Bruchteil des in Umlauf befindlichen Geldes dar. Diese Art von Deckung gilt also nur, solange sie geglaubt wird. Sie kann Geldwert nicht garantieren. Ich sage das auch deswegen, eben weil es wieder Vorschläge gibt, einen Goldstandard einzuführen. Aber wie soll das gehen? Wenn ein Staat sagt, 200 Dirham sind so viel wert wie eine Unze Gold, wer glaubt ihm das? Und das Geld, um dagegen eine Menge Papiergeld einzutauschen und um das wirklich zu beweisen, es hat keinen Staat und es gibt gar nicht so viel davon auf der Welt. Eine weitere Kritik von Gesell war, dass er das arbeitslose Einkommen abschaffen wollte. Und damit die Grundrente und den Zins. Erstens muss ich sagen, sind so Vorstellungen der Art, wer nichts arbeitet, soll auch nichts essen, irgendwie von vornherein unsympathisch. Man denkt irgendwie an Arbeitsdienst oder Euthanasie. Irgendwie stellen sie eine Gesellschaft vor, in der es nur gesunde und arbeitsfähige und arbeitswillige gibt und alle anderen durch den Rost fallen. Aber ich habe auch wirtschaftliche Einwände. Die gesellische Freiwirtschaftslehre stellt dem entwickelten Kapitalismus ein vorkapitalistisches Ideal gegenüber.
Gegenüber der Scheidung der Produzenten von den Produktionsmitteln propagiert sie eine Rückführung auf einen Zustand, wo der Produzent gleichzeitig Bauer und Handwerker ist und seine Waren auch selber auf dem Markt veräußert. Sie ist daher immer wieder populär gewesen bei Aussteigern, die ihr Heil in landwirtschaftlichen Kommunen suchen. Das Erste und Wichtigste, was gegen diese Freiwirtschaftslehre zu sagen ist, ist, dass sie wirklichkeitsfeindlich ist. Es wird mit dieser Modellbauerei, und der geringste Einwand dagegen ist jetzt, dass ich vorhin gesagt habe, dass sie rückwärtsgerichtet ist. Es wird so getan, als würde unser Wirtschaftssystem nur auf Irrtümern beruhen, und man müsste nur ein besseres erfinden, um alle glücklich zu machen. Ich sage dagegen, wenn es um Geld geht, um Gelderwerb und Gewinn, dann ist das nicht eine Sache, die einfach zufällig und auf Irrtümern beruht, sondern auf Gewalt. Und wer ein Interesse daran hat, das aufrechtzuerhalten, das hat den Gesellen nicht interessiert. Darin hat das Modell bauen und denken auch seinen Nutzen in der heutigen Volkswirtschaftslehre. Da wird nämlich immer so getan, als wäre die Wirtschaft doch für uns alle da. Und man braucht ja nur das richtige Modell. Und wenn man eins hat und es taugt nichts, dann geht man an die Konstruktion des Nächsten. Und die Interessen, die in der Welt vorherrschen und ihre Vollstrecker, die sind aus dem Schneider. Wie in der gesellschaftlichen Freiwirtschaftslehre Grundrente und Zins eliminiert werden, ist auch sehr elegant. Er überlegt sich nicht, warum sie auf der Welt sind, warum es beides gibt, sondern erklärt sie zu unerwünschten Elementen eines Baukastens, den man einfach unter Beibehaltung anderer guter Bausteine wie der Mare oder des Geldes eliminieren kann. Das ist überhaupt gegen einen Gesell wissenschaftstheoretisch mein Einwand. Er sagt, das sind alles Sachen, die stehen nebeneinander, die gibt's. Zusammenhang interessiert mich nicht, ich nehme das, das und das für mich und das andere will ich sozusagen ausschalten. Dritter Punkt von Gesell ist, die Warenproduktion, die stellt er als eine Art menschliches Grundrecht dar. Deswegen heißt sie auch die natürliche Wirtschaftsordnung. Die Arbeit, sofern sie ehrlich und eigen ist, bekommt ein dickes Lob. Noch einmal, nur wer arbeitet, soll auch essen, ist beim Gesell schon ein bisschen mitgedacht. Es ist möglich, dass er nicht ganz so gedacht hat, aber die Verlängerung ist jedenfalls drinnen. Zweitens wird so getan, genauso wie bei den bekennenden Verteidigern der Marktwirtschaft, als ob alle Bedürfnisse durch den Markt befriedigbar sind. Jeder stellt her, was er kann und will, und für alles findet sich ein Abnehmer. Das Bedürfnis selber, sofern es nicht einen Gegenwert anbieten kann, wird genauso negiert wie im Kapitalismus. Vielleicht sollte ich noch einmal was sagen zur Planwirtschaft, als der Marktwirtschaft entgegengesetzt. Weil der Gesell war ja, hat ja seine Lehren extra gegen den Marx und gegen die Planwirtschaft entworfen. Er bezieht sich explizit und negativ auf Marx. Aber Planwirtschaft heißt doch zunächst einmal nur, dass erst einmal der Bedarf erhoben werden soll und danach die Produktion eingerichtet wird. Durch einen Plan wird sichergestellt, dass das hergestellt wird, was gebraucht wird. Heute mit dem Internet wäre das wirklich überhaupt kein Problem, dass jeder seine Wünsche anmeldet und die Produktionsmöglichkeiten ermittelt werden. Und dann bringt man beides irgendwie zusammen. Aber gegen die Planwirtschaft wird immer das Zerrbild einer Kommission, die die Bedürfnisse dekretiert, entworfen. Und demgegenüber die Privatinitiative hochgehalten ist das Recht der individuellen Freiheit. Und damit wird der absurde, das ist wirklich eine Absurdität unseres Wirtschaftssystems, der absurde Umstand gut geheißen, dass erst produziert wird und man dann schaut, ob man einen Abnehmer findet. Und auch einen noch dazu, der Geld hinlegt für das eigene Produkt. Dadurch wird, wenn man den Gedanken konsequent weiterdenkt, das zu kurz gekommene, weil nicht zahlungsfähige Bedürfnis in Kauf genommen und Armut und Elend sozusagen zu Naturnotwendigkeiten erklärt. Der vierte Punkt noch zum Silvio Gesell ist, Geld als Umlaufmittel, als Zirkulationsmittel, als Vermittler des Warentausches, das wäre ihm das Wichtige. Manchmal wird über den Silvio Gesell verbreitet, er hätte das Geld abschaffen wollen. Das stimmt aber nicht, das ist ein Irrtum. Nein, er war Kaufmann und hat gedacht wie ein Kaufmann. Er wollte das Geld funktional machen für den Warentausch. Und er hatte seine Theorien darüber, was der Handhabbarkeit des Geldes entgegensteht. Er wollte vor allem verhindern, dass Geld aus dem Umlauf verschwindet, gehortet wird und zu einer eigenen Ware wird, die dann für die Spekulation dient und gegen Zins verliehen wird. Er wollte es im Umlauf halten, deswegen seine Schwundgeldtheorie. Horten, Schatzbildung sollte durch Geldentwertung bestraft werden. Dadurch sollte das Geld stets im Umlauf bleiben und zur Vermittlung des Warentausches dienen.
weil auf ein allgemeines Äquivalent wollte auch er nicht verzichten. Seine Schwundgeldlehre speist sich aus dem Umstand, dass er ein unbedingter Verteidiger der Warenproduktion und des Tausches war. Oftmals wird zur Unterstützung der Theorien Gesells, wie wir jetzt einen Teil über den Gesell mit theoretischen Ausführungen fertig, wird die Ausgabe von regionalem Geld gebracht in Diskussionen als Lösung für Probleme des Geldumlaufes. Ich habe mir noch zwei Beispiele ausgesucht, das ist der letzte Teil, um zu zeigen, warum so ein Notgeld, weil diese Gelder entstehen ausnahmslos in einer Notsituation und werden deswegen auch nur eine Zeit lang geduldet, wie so ein Notgeld entsteht und was es leistet. Eine Sache, die immer wieder kommt im Zusammenhang von Gesell, ich weiß nicht, wie weit das die Leute in Deutschland. In Deutschland hat es auch einen Versuch gegeben, in irgendeinem Bergwerk die Gesellsche Schwundgeldtheorie umzusetzen in die Praxis, aber bei uns in Österreich war das sogenannte Freigeld oder Notgeld von Wörgl. Wörgl ist eine kleine Gemeinde gewesen in Tirol. Die war durch die Weltwirtschaftskrise und ihre Auswirkungen auf Österreich pleite und konnte ihre Gemeindeangestellten nicht mehr bezahlen. Der Bürgermeister war ein Anhänger der Gesellschen Freiwirtschaftslehre und entschloss sich deswegen 1932 zur Ausgabe eines regionalen Geldes, das durch diverse Manöver als Geldersatz anerkannt werden sollte. Dafür garantierten der örtliche Pfarrer die örtliche Raiffeisenkasse. Die Gehälter der Gemeindeangestellten wurden in diesem Regionalgeld gezahlt und es gelang in der Tat, eine regionale Zahlungsfähigkeit zu schaffen und dadurch die Warenzirkulation in Wörgl und Umgebung zu beleben. Drei weitere Gemeinden in der Umgebung wollten ebenfalls regionales Geld herausgeben. Das Regionalgeld von Wörgl schuf Zahlungsfähigkeit in einer Gegend und in einer Zeit, in der vorher Zahlungsunfähigkeit geherrscht hatte. Die österreichische Nationalbank hingegen bekämpfte das Regionalgeld von Wörgl von Anfang an. Es waren mehrere Gerichtsverfahren, bis dann die Nationalbank endgültig gewonnen hat, weil es stellte eine Herausforderung an das Banknotenmonopol des Staates dar und es wurde 1933 unter Drohung mit Militäreinsatz aufgehoben, also durch die Intervention des Staates verboten. Ich habe mir auch noch ein umgekehrtes Beispiel herausgesucht aus der neueren Zeit und das sind die Bonos von Argentinien. Das argentinische Notgeld der 90er Jahre. Erzähl einmal ein bisschen was über Argentinien, weil die Nöte dieses Landes sind nicht so allgemein bekannt und es steht auch in den Zeitungen eine Menge Blödsinn darüber. Argentinien hatte 1991 mit dem IWF eine Parität Dollar-Peso ausgehandelt. Also ein Peso war gleich ein Dollar. Currency Board heißt es. Um die galoppierende Inflation im Land zu stoppen und die Währung zu stabilisieren. Eine der Bedingungen dafür war, dass der argentinische Staat sich mit der Ausgabe von Geld zurückhalten musste. Der Internationale Währungsfonds kontrollierte die Geldausgabepolitik Argentiniens. Eine Folge davon war, dass sich die argentinischen Exporte verteuerten und das Land seine Exportmärkte verlor. Aber auch im Inland waren argentinische Produkte gegenüber billigeren Importen nicht mehr konkurrenzfähig. Der Währungsfonds nötigte die argentinische Regierung, die unbedingt an der Dollarparität festhalten wollte, unrentable Unternehmen zu privatisieren. Sie durften nicht staatlich subventioniert werden. Die Privatisierung hatte in den meisten Fällen die Schließung derselben zur Folge. Argentinien liquidierte auf diese Weise zwischen 1991 und 2000 einen guten Teil seiner Industrie, die noch aus den Zeiten der Regierung Perón stammte. Das betraf das Eisenbahnnetz, die Flugzeug-, Auto-, Militärindustrie, den Energiesektor und die Konsumgüterindustrie. Argentinien wurde zum Nettoimporteur. Es musste immer mehr alles importieren, was es im eigenen Land nicht mehr erzeugte. Dadurch wuchs sein Handelsbilanzdefizit. Argentinien hatte immer größere Probleme, seine Anleihen am Weltmarkt unterzubringen, musste immer höhere Zinsen anbieten und die Staatsverschuldung stieg, während die Wirtschaft kontinuierlich schrumpfte. Das alles führte zum Staatsbankrott zum Jahreswechsel 2001-2002. Aber schon in den 90er Jahren hatte die Ökonomie des knappen Geldes ihre Auswirkungen. In den Provinzen des Nordens gab es kein Geld. Was immer es dort an Industrie einmal gegeben haben mag, sie war weg. Von der Zentrale kam nichts, vor Ort war nichts. Der einzige Arbeitgeber war der Staat. Es gab also dort an wirtschaftlicher Tätigkeit hauptsächlich landwirtschaftliche Produktion, teilweise
als Subsistenz betrieben. Und sonst waren die gesamten Gehaltsbezieher Lehrer, Gemeindebedienstete, Ärzte. Sie erhielten oft monatelang kein Gehalt. Um überhaupt irgendeine Geldzirkulation aufrechtzuerhalten, gaben die Provinzen eigenes Geld heraus. Diese Geldscheine hießen eben die Bonas, die nur innerhalb der Provinz anerkannt wurden. Der Internationale Währungsfonds drückte die Augen zu und dieses Geld wurde nicht in die Geldschöpfungspolitik des argentinischen Staates einbezogen. Es war allerdings auch nicht genug, um eine reibungsfreie Wirtschaft aufrechtzuerhalten und es gab in den 90er Jahren einige Hungeraufstände in diesen Provinzen, die mit Polizei- und Militäreinsatz niedergeschlagen wurden. Um 1995 herum entstand sogar eine landesweite Alternativwährung, der Credito, auf Flohmärkten und Arbeitslosentauschbörsen ist ja gehandelt worden. Auch diese Parallelwährung wurde toleriert, weil sie auch sie einen Zusammenbruch der Wirtschaft verhindert hat. Diese regionale Schaffung von Zahlungsfähigkeit führte natürlich auch zu jeder Menge Missbrauch. Diejenigen, die diese Scheine ausgaben, zweigten etwas für sich selbst ab. Schließlich wurden diese Geldscheine nicht mehr anerkannt. Heute ist der Peso genauso wenig wert wie die Regionalwährungen, die es nicht mehr gibt. Eine Folge des Staatsbankrotts von 2001 war das Ende der Regionalbilder. Wofür haben sie gedient? Erstens dafür, den staatlichen Zusammenhalt überhaupt aufrechtzuerhalten. Wenn wir alle keine Gehälter kriegen als Staatsangestellte, wofür arbeiten wir noch? Die Leute wurden mit dem Bonus bei der Stange gehalten. Die Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Busse mussten fahren zwischen den Provinzstädten. Güter getauscht werden. Ich will jetzt niemand mehr langweilen mit Details über das Tirol der 30er Jahre und das Argentinien der 90er Jahre. Ich habe diese Beispiele nur gebracht, weil solche Regionalgelder gerne im Zusammenhang mit den Theorien Gesells erwähnt werden. Diese Regionalgelder entstehen in Zeiten und Regionen, in denen der Kapitalismus als Wertproduktion gescheitert ist, wo aber dennoch am Prinzip der Wertproduktion festgehalten werden soll. Und des Warentausches. Sie sind notwendigerweise vorübergehend, weil Geld eben allgemeines Äquivalent ist. Sonst ist es kein Geld. Wenn man in der Ausgabe von Regionalgeldern den Ausweg aus der Krise sieht, so versteht man nicht, was Geld ist. Erstens eben allgemeines Äquivalent. Zweitens Ausdruck von Wert, Geschäftsmittel. Der Versuch, Geld in regionalem Rahmen einzuführen und als Zirkulationsmittel zu erhalten, ist nichts anderes als der Versuch, die Krise des Kapitalismus zu durchtauchen, damit er nachher wieder in voller Pracht auferstehen kann. Als Ausschluss der Bedürftigen, der Eigentumslosen von den Gütern der Welt, beziehungsweise der Benutzung eben dieser Armen für das Geschäft der Besitzenden. Danke für eure Geduld im Zuhören. Jetzt bin ich bereit für Fragen, Einwände oder Zustimmung. Bitte. Gesellen, Anarchister, kann man wirklich nicht sagen, bloß weil er an der Münchner Republik angedockt hat, ist es, er dachte, er kann er mal die Gelegenheit nutzen. Aber es ist ja klar, also generell, der Markt braucht einen Markt, Marktrahmen, sozusagen Marktpolizei, und erst recht, die Geldausgabe, die muss ja in einem kontrollierten Rahmen stattfinden. Also deshalb ist seine Geldtheorie ohne Staat, funktioniert ja gar nicht. Was du allerdings dann nanntest? Der Gesell, ich weiß nicht, ich bin auch nicht mehr jetzt mit vielen Details lang, weil der Gesell hat sich verstanden eigentlich als Nachfolger der Physiokraten. Mhm. Und es sind von den Anarchisten, die an ihn herangetreten worden. Und die haben ihn sozusagen für sich entdeckt. Es ist weil nicht jemand, der von sich selber gesagt hat, hurra, ich bin ein Anarchist und jetzt mache ich eine Theorie, sondern er hat seine Theorie gehabt, er war Kaufmann, er hat festgestellt, lustigerweise auch in Argentinien, Störungen des Geldumlaufs und dann hat er angefangen, diese Theorie zu machen. Er kann auch diesen gesicherten Rahmen nicht verzichten, um diesen Geldfluss zu kontrollieren. Also die Stelle, die jetzt Geld ausgibt und das Volumen kontrolliert und so weiter. Das ist das eine. Aber was du dann an der Stelle sagt, das waren durch Waren gedeckt. Das wäre nur, also, naja, man muss den Durchfluss kontrollieren. Auf jeden Fall von Golddeckung und sowas war bei ihm doch auch keine Rede. Das mag sein. Ich weiß von Deckungs-, also er denkt ja eher in kleinen Einheiten, der Gesell. Ne? Und da meint er, muss irgendwie dieses Geld, was er in Umlauf bringt, muss in einer Sprechung stehen zu Waren. Mit dem Gold, das.
Ja, ja, jetzt gibt es ja auch. Das ist heute eine Theorie, deswegen habe ich das. Nee, also da ich kenne halt so Freiwirtschaftsverfechter, die haben immer gesagt, also damals die Rentenmarkt, also diese Beziehung auf Golddeckung und so, ist Quatsch, es muss nur das richtige Volumen haben. Und hat er auch gesagt, streiken, bloß nicht, die Arbeiter sollen, dadurch verknappt sich das ja und so. Nee, die sollen sozusagen das Kapital inflationieren, also zu Tode produzieren. Dazu müssen sie natürlich über die Produktionsmittel verfügen. Und jetzt wird ja eher eine Fabrik geschlossen, als dass die Arbeiter sagen, du bezahl uns mal fleißig weiter, wir produzieren zum Geld nicht mehr. Und dadurch ist das, also nebenbei bemerkt, auch mit Ökologien nicht gerade groß vereinbar, weil also diese Ausdehnung der Produktion jedenfalls ist schon seine Orientierung. Ne? Ich habe nicht ganz verstanden, worauf du rausgehst. Also mit der Golddeckung meine ich, das war ich falsch zugeschrieben, aber ansonsten, also ein paar Rahmenhinweise, man kann ihn garantiert keinen Anarchisten nennen, sondern er braucht den Staat. Und was wir unter selbstverwalteter Wirtschaft, also ohne, eben auch ohne Ausbeutung, nee, er hält den Kapitalisten fest. Und die Kampfmittel der Arbeiterklasse, zum Beispiel durch Streik, nee, das dürfen wir nicht da in die Gegend, ihr müsst. Silvio Gesell, Marx der Anarchisten. Also ja, es gibt zumindest Leute, die ihm es zuschreiben. Ich finde, man soll nicht so streng sein mit den Ein- und Ausschlusskriterien. Klaus Schmidt, der war da versessen drauf. Ehrlich gesagt, ist mir völlig egal, ob der Gesell nun Anarchist war oder nicht. Viel wichtiger ist, dass er ein ganz radikaler Verfechter des erfolgreichen kapitalistischen Kleinunternehmertums war. Genau. Er war alles andere als ein Freund der Arbeiter, er war alles andere als ein Gegner der Profitproduktion. Er war ja gerade in seinen Geldvorstellungen jemand, der gesagt hat, wir müssen wieder dahin kommen, dass man richtig ordentlich Profite machen kann. Und dass es nicht durch irgendwelche völlig unnötigen, blöden Geldgeschichten kaputt gemacht wird, dass ich als Kaufmann, als kleiner Industrieller zu meinem Geld komme, was mir doch zusteht. Zu meinem Geschäftserfolg, der mir doch zusteht. Das ist eine durch und durch kapitalistische Logik, die Gesell auf seine Art und Weise zu Ende denkt und die überhaupt nichts zu tun hat mit einem Gedanken, was müsste eigentlich an Gesellschaft organisiert werden, in der die Leute die nützlichen Sachen kriegen, die sie für ihr Leben brauchen. Das hat den Gesell nicht die Bohne interessiert. Es ist kein wirkliches Argument, aber ich glaube, es ist nicht unwichtig, dass Leute aus dem Gesellkreis ja deshalb auch relativ problemlos bei den Nazis gelandet sind, die Wirtschaft in den Dienst der ganzen Nation zu stellen, problemlos mitgemacht haben. Bis hin zu Erhard. Ich glaube, einer der Lehrer von Erhard war Oppenheim, der wiederum lose mit Gesellsideen zu tun hatte. Die sahen sie aber eher verfolgt. Also Gesellleute sind nicht irgendwelche Freunde der Abschaffung kapitalistischer Profitwirtschaft gewesen, sondern ganz im Gegenteil, die radikalen Denker einer, das muss doch möglich sein, dass ordentlich Gewinne gemacht werden können. Das lassen wir uns von niemandem, auch nicht vom Staat mit seinem Falschgeld kaputt machen. Aber die dann auch, die Gewinne sollen dann auch bei dem bleiben, wie sie verdienen. Ja, und nicht zu denen weiter wandern. Der Kaufmann und der Unternehmer. Genau. Und deswegen ist der Gesell auch heute wieder populär, weil es ja diese Kritik heute auch gibt an der Finanzwelt. Da wird sozusagen arbeitsloses Einkommen erwirtschaftet und dagegen die Realwirtschaft schmachtet unter dem Joch des Finanzkapitals. Also das, glaube ich, ist einer der Gründe, warum immer wieder aus der Mottenkiste geholt wird. Was die Nähe zu den Nationalsozialisten betrifft, wird das auch hin und wieder erwähnt wird. Ich stimme dir zu in allem, was du gesagt hast, aber es haben die Nazis sich wirklich einmal hingesetzt und untersucht, können wir diese Lehre verwenden, und haben gesagt, nein, mit der kann man keinen Staat machen, mit der wird Deutschland nicht groß, das ist irgendwie so ein Kleinunternehmertum-Zeug eben. Also die große Industrie ist ja bei ihm auch nicht das Vorbild.
Bitte? Also, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass da tatsächlich das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird. Weil das, also das ein Grundmuster deiner Argumentation scheint mir zu sein. Diese ganze Sache mit dem Markt und dem sogenannten Tausch. Nicht sogenannten, wirklichen. Wirklicher Tausch. Naja, ein Tausch ist, wenn du gibst mir eine Banane, ich gebe dir einen Apfel. Ja, oder du gibst mir Geld und ich gebe dir eine Banane. Das ist kaufen, das ist nicht tauschen. Ja, aber da wird auch etwas getauscht, das soll man jetzt nicht so Spitzfindigkeiten machen. Das ist dann ein Kauf. Ja, klar, wenn man nicht genau nachdenken will, ist klar. Ich will genau nachdenken und ich wollte darauf hinweisen, der Tausch ist gerade, dass man etwas hergeben muss, wenn man etwas bekommt. Okay. Da können wir uns drauf einigen. Aber das Problem ist ja halt, dass wenn du sagst, okay, das ist jetzt hier irgendwie eine böse Sache, weil das eben die Leute, die jetzt nicht produzieren können, etc. ausschließt, dann tust du das ja hebst du das ja auf so eine Position, dass das ja irgendwie für die gesamte Gesellschaft eine totale Angelegenheit sein muss. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Ja, also ich will darauf hinaus. Abschaffung des Tausches muss eine totale sein, in der Tat. Sonst funktioniert es nicht. Eine Planwirtschaft, die nur teilweise wäre, sicherlich eine blöde Geschichte. Aber ich will halt darauf hinaus, dass es durchaus Möglichkeiten geben sollte, eine Gesellschaft eine freie zu malen, in verschiedenen Bereichen auch unterschiedlich zu organisieren. Ja, also die einen machen Kapitalismus und die anderen machen Planwirtschaft. Nein. Und am Wochenende trifft man sich. Kapitalismus ist ein totalitäres Projekt, auf jeden Fall. Ja, aber was ist der Kapitalismus? Sind wir uns darüber überhaupt einig? Wahrscheinlich. Ich habe darauf versucht hinzuweisen, Kapitalismus ist einmal, dass es ums Geschäft geht, um den Verkauf und den Gewinn. Und deswegen gibt es ein Geld und deswegen gibt es einen Tausch. Also würde ich nicht sagen, dass die Essenz des Kapitalismus ist. Na, was meinst du, was das ist? Also meines Erachtens die Essenz des Kapitalismus, oder jetzt in dem Kontext, über den wir jetzt hier halt reden, ist die Essenz halt, dass es Zwangskursgeld gibt und dass es Einlösungsgeld gibt. Was bitte? Ich habe dich nicht verstanden. Zwangskursgeld und Einlösungsgeld. Ja, was hier ja auch zu Recht kritisiert wurde, es wurden ja bestimmte Aspekte des Geldsystems oder Dimensionen des Geldsystems, wurden ja angesprochen und auch tatsächlich zu Recht kritisiert. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber das zum Beispiel die Behauptung, vorhin wurde gesagt, irgendwie dass ja irgendwie sowas wie Geld nur dann funktionieren kann, wenn es eben einen Staat gibt, der zum Beispiel irgendwie die umlaufende Menge kontrolliert etc. Und das ist halt einfach ein Irrtum. Das ist eine bestimmte Form von Geld oder von Geldsystem, muss man ja genauer sagen, die eben beinhaltet, dass der Staat eben auf eine bestimmte Art und Weise agiert. Aber es ist durchaus möglich, irgendwie Geld zu verwenden oder Geld zu schaffen, das eben unabhängig vom Staat funktioniert. Das ist natürlich möglich. Ja, wer soll das Geld nehmen? Lässt der Staat das denn zu, dass das passiert? Natürlich lässt der Staat das nicht zu. Ja, aber ich meine, der Staat ist doch keine Anarchie. Also was soll das? Warum sitzt Nein, das ist schon klar. Aber wenn jetzt jeder Geld ausgibt, wie es ihm gerade lustig ist, wer soll das denn eigentlich nehmen? Genau, das ist nämlich dann die spannende Frage, so wie... Also erstmal. Wem interessiert denn das? Das sind dann da wirklich wertlose Zettel. Es geht ja nicht um Zettel. Da kommt natürlich dann die Frage der Deckung rein, die du halt irgendwie vorhin so ja auch irgendwie so nebenbei weggewischt hast, weil das geht ja gar nicht irgendwie, weil das funktioniert ja nicht, dass man den Waren jetzt hier irgendwie dann tatsächlich die Geldmengen gegenüberstellt oder beim Gold, davon gibt es ja eh nicht genug, ist natürlich auch völlig richtig. Die Idee des gedeckten Geldes ist ein Widerspruch in sich. Weil es kann, ich rede nur von der metallischen Deckung, ja? Die Warendeckung ist was anderes. Ja, die metallische Deckung, über die metallische Deckung ist immer ein Bruchteil dessen, was im Umlauf ist. Das heißt dann gedeckt, ist natürlich nicht gedeckt. Weil wenn es gedeckt werden müsste, müsste genau die gleiche Menge als Gold in der Bank liegen. Genau. Also das funktioniert nicht, klar. Das gibt es nicht und außerdem ist das im Prinzip der Wertproduktion entgegengestellt. Weil da ist Schatzbildung, ähnlich wie beim Gesell übrigens, ist ein aus dem Umlauf ziehen von Geld, das dadurch nicht arbeitet, dadurch nicht mehr wird. Es soll sich ja immer vermehren, der Wert. Das ist ein Prinzip des Geschäftemachens, des Kapitalismus. Da sind uns ja leider nicht einig darüber, was Kapitalismus ist. Wir reden jetzt mal genauer. Also Schatzbildung ist auch etwas, was der Gesell sehr kritisiert hat. Der Gesell hat gesagt, Schatzbildner entziehen Umlaufmittel. Ja, das ist aber ein Problem des Geldsystems insofern, weil wenn Leute eben tatsächlich das was andere benötigen, um den Umlauf zu organisieren, wenn sie das halt an sich ziehen können, ja, und die anderen dann auf dem Trockenen sitzen, dann haben die ja quasi einen Vorteil oder können ein Monopol draus machen.
dass sie das halt haben. Und die anderen können es halt nicht mehr benutzen. Und das hat Gesell ja kritisiert, dadurch können sie dann ja eben Zinsen verlangen zum Beispiel, wo er schwer dagegen war. So, aber das Problem oder die Antwort darauf, die dann halt üblicherweise geben, ist, dass es eben eine Indexwährung oder irgendwas gibt und dass dann der Staat halt sich darum kümmert, dass die optimale Geldmenge dann irgendwie rausgegeben wird. So. Ja, aber dass das also so ein Kapital oder Geldkapital durch Sparen zustande kommt und Worten halte ich also auch ein bisschen für eine. Also was ist denn? Was ja, warte, jetzt mal, ich habe das nicht im Überblick, weil ich. Wer ist der Nächste? Ja, die junge Frau zuerst und dann noch ich. Okay. Bitteschön. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Kannst du dir jetzt die Bedürfnisse als ersten Bezugspunkt des Wirtschaftens vorstellen? Das ist eigentlich so, wie ich mir überhaupt Wirtschaften vorstellen würde, wenn es den Menschen dienen soll. Was sonst? Nur ich denke was mir, denn eben, was denn ja, sonst? Ich sehe, was sonst ist die Frage, nur denke ich mir, sind die Bedürfnisse auch eigentlich etwas, was massiv eigentlich modelliert wird, weil wer weiß, was ich eigentlich will, weiß ich das selber, weiß ich schon, was ich essen will, wenn ich überhaupt mal in den Supermarkt gehe, also fangt schon so an. Muss man sich halt überlegen vorher. Aber es ist ja sozusagen, dass man was essen muss und dass man wo wohnen muss und dass man einheizen muss, das weiß man eigentlich schon. Also so rätselhaft sind die Bedürfnisse der Menschen nicht, glaube ich. Die Supermarktkette muss auch Planwirtschaft betreiben. Zufälligerweise werden in jedem Supermarkt jede Woche 8000 Liter Milch plus minus verkauft. Man kann davon ausgehen, dass eben in einer Stadt wie Berlin jedes Jahr, was weiß ich, 10 Tonnen Spaghetti gegessen werden. Wenn man 12 Tonnen hat, dann hat man auch für irgendwelche Superfeiern noch genügend Reserve. Also das ist das geringste Problem. Und einer davon landet im abgeschlossenen Müll. Gut, also ich höre aus dem Vortrag und aus verschiedenen auch anderen Gesprächen heraus, das ist ja grundsätzlich erstmal darauf, kann man uns ja vielleicht alle zusammen einigen, eine Kritik an den bestehenden wirtschaftlichen Verhältnissen und des Wirtschaftens überhaupt nicht. Okay, gut. Hier habe ich jetzt gehört, dass du gerne in Bezug siehst, der Bezugspunkt des Bedürfnisses als solcher. Es ist Grundlage des Grundlagen. Es ist sozusagen diese stimmungsvolle Licht. Das geht nicht. Meine Frage ist, dass ja tatsächlich eine Ist-Situation, in der alle Menschen dieses Planeten sich jetzt zurzeit befinden, gibt es da einen tatsächlichen praktischen Ansatz des Umsetzens zum Erreichen solcher Ziele oder ist irgendjemand bereit, ein Konzept vielleicht zu entwickeln? Okay. Also Moment. Wie sehen die ersten Denkansätze dazu aus? Im Moment ist es wohl kein Zwiegespräch geworden, also wir müssen uns mal gucken, wie wir uns organisieren. Ich weiß nicht. Also dazu muss ich sagen, nein, gibt es nicht, weil, was ich erst einmal sage, ich, und wir sind uns ja nicht ganz einig darüber, was an diesem Gesellschaftssystem zu kritisieren ist. Und bevor ich würde auch eigentlich nicht wollen, entwerfen für andere Leute eine schöne neue Welt. Ich finde, das muss jeder sich selber mal ausdenken. Weil dann landet man immer darin, dort, dass man selber anderen die Bedürfnisse vorschreibt und sagt, ich weiß es besser als du. Das ist also das, was ich leiste, ist nur, dass ich versuche zu erklären, wie ich meine, dass diese Gesellschaft funktioniert und was daran verkehrt ist. Es ging um den Punkt, was ist denn Kapital eigentlich? Und ich meine irgendwie, du bist gleich aufs Geld gegangen. Ich denke, Kapital ist eine Summe von Geld, und zwar eine so große Summe, die einer hat, die er nicht selber aufessen, wo er nicht das Geld braucht, um sich davon Lebensmittel zu beschaffen, die er selber verbraucht. Sondern er hat da so viel davon. So, und jetzt kommt es drauf an. So viel davon, dass er einen Vorschuss machen kann, dass er Produktionsmittel einkaufen kann, dass er sich Arbeitskraft von fremden Leuten einkaufen kann, dass er sich da ein Gebäude hinstellt, die Maschinen, und der die Leute da dann arbeiten lässt. Und damit seinen Vorschuss, den er da bisher gegeben hat, vermehrt. Der steht ihm dann zu, weil das ja an seinen Maschinen ist, er hat den Lohn bezahlt. Die anderen Leute haben für ihn gearbeitet und kommen als Lohnarbeiter aus dem Verhältnis wieder raus. Also wenn man es mal praktisch nimmt, dass er die Produktionsmittel dann hat, berechtigt ihn dazu,
die Leute erstmal 6 Stunden für sich arbeiten zu lassen, für den Produktionsmittelbesitzer, und dann dürfen sie nach 2 Stunden arbeiten für sich, das ist dann der Lohn, den er ihnen auszahlt. Das ist das Verhältnis, was das Kapital ausmacht. Und dieses Verhältnis will der Staat, der bürgerliche Staat, und das schützt er, indem er einfach, ganz einfach sagt, Freiheit, Gleichheit, Eigentum. Eigentum ist geschützt. Freiheit, jeder kümmert sich mit seinen Mitteln, um zu dem Leiden zu kommen. Die einen haben das Kapital, die haben Eigentum, die anderen haben nur ihre Arbeitskraft. Ja, dann kommt genau das raus, was ich vorher angesagt habe. Von dem Staat sind alle gleich. Das heißt, keiner ist gezwungen, das Arbeitsverhältnis einzugehen, sondern jeder macht es per Vertrag. Naja, die vielen, die nichts haben als ihre Person, sind halt gezwungen, weil sie sonst nichts zu essen haben, genau dieses Verhältnis einzugehen. Das war eine Kurzfassung meiner Ansicht nach von dem, was Kapital ist. Oder noch ein Nachtrag. Wenn Geld schon auf der Gewalt des Staates beruht, dann beruhen natürlich auch diese Klassenverhältnisse auf der gewaltsamen Optimierung dieses Staates, die nichts haben außer sich, dazu zu verdammen, gefälligst in diesem Zustand zu bleiben. Und die, denen alles gehört, Verfassungsgesetz und BGH, auch weiterhin dazu zu verhelfen, dass es ihm weitergeht. Die Gewalt des Staates hat diese Verhältnisse eingerichtet, kontrolliert und mit sehr viel Aufwand verteidigt. Das ist die gleiche, die das Geld als den Inbegriff dessen, worum es in dieser Gesellschaft geht, den Leuten vorsetzt. Und beides gehört auch zusammen. Eine Gesellschaft, in der es wirklich nur darum geht, aus Geld mehr Geld zu machen, ist eben eine, die ohne die Gewalt eines Staates, der das den Leuten immer wieder einprügelt, nicht zu haben ist. Ich stimme schon überein. Also das, bitte. Das ist natürlich erstmal richtig. Die Frage ist halt, ob es auch Geld gibt, das anders funktionieren könnte. Nein. Okay. Klar und einfach fertig. Ich habe noch Kritik daran, dass bei dem Modell, was du dir so vorstellst, bei den Alternativen, dass da keine Deckung gäbe. Das war dein Kritikpunkt, deshalb funktioniert das nicht. Der Staat ist als Geldmonopolist nicht da, der deckt das nicht, und deswegen wird es keiner nehmen und keiner dir was dafür geben. Das ist jetzt die Deckung, da kommen zwei Sachen durcheinander. Ich sage, die Deckung überhaupt ist eine reine Vertrauensfrage, hat nicht so wirklich. Ja, klar, natürlich, aber ohne diese würde es sein. Was wirklich dem Geld den Wert gibt, ist die Gewalt des Staates, der sagt, du musst das nehmen, das ist eher den Zwangskurs. Deswegen funktioniert es ja nicht. Und du wolltest, glaube ich, noch erklären, wie das dann ohne Staat funktionieren würde. Genau. Also die. Du sollst vor allem erklären, warum das überhaupt funktionieren sollte. Warum sollten wir denn eine Gesellschaft so organisieren, dass es ein gutes Geld gibt? Das ist erstmal die wichtige Frage. Ja, ich habe natürlich würde nicht hier sitzen, wenn ich was dagegen hätte, dass wir vielleicht auch mal irgendwie eine freie Gesellschaft ganz ohne Geld haben. Schon klar. Aber die spannende Frage ist doch irgendwie, wie kommen wir da tatsächlich hin? Wie organisieren wir das? Ja, das heißt eben auch dann, das heißt letztlich ja eben auch für uns als Arbeiterinnen und Arbeiter so, wie bekommen wir die Produktionsmittel unter Kontrolle? Wie kann das gehen? Wie können wir irgendwie denen das halt wegnehmen, damit wir eben das, was wir brauchen, auch tatsächlich produzieren können? Also das ist sowieso erstmal die große Prämisse. Hat man gleich den Staat als Gegner? Den haben wir sowieso als Gegner. Hier war noch. Ja, nur wenn wir halt was sie jetzt auch nochmal richtig gesagt hat, dass ja irgendwie das Geld, wie wir es heute haben, per staatlichem Zwang irgendwie seinen Wert bekommt, dann heißt das ja nicht, dass es nicht auch andere Modelle gibt. Ja, und die Sache mit denen, es gibt halt, wenn man, also das macht. Modelle, aber zum Modell hast du schon gehört, was ich gesagt habe. Mein Einwand ist gegen diese Modellbauerei. Man denkt sich etwas aus, dann sagt man, schön wäre es, wenn es so funktioniert, dann sieht man, es funktioniert nicht, dann macht man das nächste Modell. Und man weiß nie etwas über die Wirklichkeit. Weil er bleibt in der Welt seiner Einbildungen. Und deswegen, diese Modellbauerei ist meine Sache nicht. Und ich würde mich nicht damit auseinandersetzen, ob dieses Modell besser ist und dieses schöner und dieses realistischer und dieses praktikabler, sondern ich sage, man muss doch einmal reden über das, was ist. Ja gut, weil da kann ich mich aber auch über, was weiß ich, über anarchistische Bildung oder so gar nicht mehr unterhalten, weil das gibt es ja nicht, es gibt ja nur Staatsschulen. Oder was? Da hat man auch keinen Sinn, sich dann darüber zu unterhalten. Das waren zwei Punkte. Moderne hat es ja mal gegeben. Wir werden jetzt daran gewöhnt, dass alles vergleichbar wird.
kann als Ethnologe auf Gesellschaften verweisen, die völlig verschiedene Sphären kennen, die nicht untereinander austauschbar wären. Und mal so ganz, also wir kennen genug Sachen, das wollen wir nicht in Geld berechnen wissen. Und das Beispiel wäre, wie viel Kartoffeln wert ist ein Gewicht oder sowas. Also das geht dann manchmal auf. Ne? Und also diese beliebige Austauschbarkeit, da müssen wir eigentlich mal wieder gegenwirken. Und auf jeden Fall, irgendein System von Wertzetteln braucht auf jeden Fall einen festen Rahmen. Abgegrenzten Rahmen. Wozu braucht man Wertzettel? Ja, ich wenn er so geht, Geld auch ohne einen autoritären Staat. Du kannst natürlich, das ist ja stückweise, das ist jetzt nicht beliebige Modellbauerei, sondern, also während des Spanischen Bürgerkriegs hat zum Beispiel innerhalb einer Gemeinde, was wir hier produzieren, wenn wir es nicht so also unberechnet verteilen können, oder also wenn wir irgendeine Form rationiert und dann nach dem, also zum Beispiel nach Arbeitsleistung aufteilen, wenn man dann mal den Stundenzettel ausgibt, und also von der Sache darfst du nur so in entsprechend deinen Stundenzettel nehmen. Haben Sie Stundenzettel ausgegeben in den Kooperativen des Spanischen Bürgerkriegs? Ist mir nicht bekannt, aber nein, das weißt du mehr wie ich. Gab verschiedene, aber also irgendwie erfasst, also das Gröbste war, also so ein Produzentenausweis, die arbeiten könnten, und wenn die den einen Arbeitstag nicht gekommen sind, dann war so gedacht, dann wird dieser Anteil gekürzt. Also wenn Sie das wirklich so praktiziert hätten, hätten diese paar Kooperativen, die ein paar spanischen Bürgerkriege gegründet worden sind, nicht einen Tag überleben können. Also wenn Sie solche Sachen eingeführt haben, haben Sie nur deswegen funktioniert, weil Sie sich darüber hinweggesetzt haben. Nee, ich glaube ja, je lokal, also da kannst du schon in der Gemeinde, dass man so verteilt, also weil wofür soll das Schule, stehen? Arzt ist sowieso unberechnet, ne? Konnte man Grundnahrungsmittel so verteilen oder war was rationiert oder so, muss man das in bestimmten Rahmen zuteilen. Und wenn man das gekoppelt hat an was einer der arbeiten könnte, wie gesagt, also daran hält, was der an Leistung eingebracht hat, dann könnte es natürlich denken, also irgendwelche Gutscheine, die dann aber nur sich in dieser Gemeinde kontrollieren lassen. Sachen, die von außerhalb geholt werden mussten, da haben sie dann wieder auf das staatliche Geld zurückgegriffen. Und also manches in größeren Radius geht oder so, aber das heißt immer, die Zirkulation solcher, sage ich jetzt mal, Wertzettel bräuchte immer eine feste Grenze. Aber warum brauchst du die Wertzettel überhaupt? Das ist mir nicht klar. Also ja, sag mal, du. Wenn geht Geld, das habe ich jetzt nur zu Wertzettel, ohne ein Staat, der Gewalt ausüben kann. Nein. Du kannst natürlich. Genau habe ich diesen Vortrag gemacht über die Notgelder, um zu zeigen, was die für Löcher stopfen, wie elendiglich die Wirtschaft ist, die Sie noch aufrechterhalten, und dass sie notwendig vorübergehend sind. Und jetzt kommst du und sagst, aber es gab doch Notgelder und die haben doch funktioniert. Irgendwie. Moment, das ist doch, er hat jetzt gerade über die Spanische Revolution gesprochen. Ja, aber es ist ja gleich, es ist ja das gleiche Problem. Auf jeden Fall, das braucht die, man will eine, man will die feste Grenze. Und reicht es für die, also in welchem Rahmen lässt sich eine Wirtschaft integrieren, in der das damit abgedeckt werden könnte? Also, vielleicht in einer Gemeinde lässt sich eben nicht alles Nötige produzieren. Vielleicht sollte ich noch einmal sagen, klar sein, dass mein Einwandgeber gegen die Notgelder, es war nicht, dass sie nicht in einem geringen Rahmen praktikabel sind, sondern es sind, das ist, dass sie nicht erstrebenswert sind. Ja. Das war meine Idee. Das bin ich auch. Diese Idee, eine Konstruktion sich vorzustellen, wie Geld auch anders funktionieren kann. Ich glaube, mal so nochmal, man tut dem wirklichen Geld damit einen ganz großen Gefallen.
weil nämlich die Leistung des Geldes, was das Geld hier in dieser Gesellschaft schafft, jetzt gar nicht mehr genau untersucht wird. Er wird doch gar nicht mehr sich angeschaut. Was ist, wozu setzt eigentlich der Staat seine ganze Gewalt ein? Nämlich dafür zu sorgen, dass die Funktionsfähigkeit des Geldes aufrechterhalten bleibt. Was heißt das denn? Die Trennung der Leute von den Mitteln, die sie für ihr Leben brauchen. Das ist alles und die ganze Leistung der Staatsgewalt und des Geldes, damit das aufrechterhalten bleibt und sich auch mit Sicherheit nicht ändert. Dieses jetzt zu messen daran, was man sich selbst als Idee vorstellt, nimmt diese gewaltsam ins Werk gesetzte Leistung ziemlich zurück. Das meinte ich mit, man tut dem wirklichen Geld einen Gefallen. Man misst es gar nicht an dem, was es tut, dass es ständig für Not und Armut sorgt, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite dafür sorgt, dass die, die über Reichtum verfügen, immer reicher werden. Sondern man sagt, das Geld würde nur unzureichend die Idee, die man sich einbildet, erfüllen. Merkst du, was das ist? Die erste Seite heißt, ja, dann geht wohl kein Weg dran vorbei, das Geld und seinen Hüter abzuschaffen. Wenn man aber eine Konstruktion des Geldes sich einbildet, da kann man noch Generationen drüber streiten, ob das wirkliche Geld mit der Idee, die man sich im Kopf einbildet, zusammengeht oder ob es Differenzen gibt. Ja, das wird lustig. Also ich würde sagen, es ist eher umgekehrt. Man leistet dem real existierenden System einen ganz großen Gefallen dadurch, dass man eben nicht genau hinguckt, was läuft. Ja, das sind wir uns ja einig. Aber wir sind Geld hat ganz klar nur die Funktion, also eine wichtige Funktion im Ausschluss. Richtig. Wenn du irgendwie eine Gesellschaft, wie zum Beispiel Kropotkin das vorgeschlagen hat, die auf einer Bedürfnisorientierung aufbaut irgendwie, dann brauchst du, der hat ganz klar gesagt, wenn du irgendwo mit Verrechnung anfängst, dann kannst du den ganzen Kram sein lassen in der nachrevolutionären Gesellschaft, weil du reproduzierst die alten Verhältnisse wieder. Und jedes Geld hat nur einen Sinn, wenn manche Menschen darüber verfügen können und andere nicht. Richtig. Wenn nämlich irgendwie das nicht so wäre. Ob das nun innerhalb eines Gebietes ist oder ob du das global siehst, diese Ausschlussmechanismen, die funktionieren heute sowohl innerhalb der BRD als auch global. Und das wirst du mit Geld nicht verändern können, weil das Geld, der Sinn des Geldes eben genau nur der ist oder ein wichtiger Sinn davon. Das möchte ich auch machen. Bitte. Wir sollen vielleicht mal ein bisschen in die Historie schauen. Also ins was schauen? In die Historie schauen. Also schon Aristoteles hat erkannt, ein Grundproblem der ganzen Sache, nämlich, dass ich Geld aus sich selbst heraus vermehren kann, das hielt er für das Widernatürlichste, was ich überhaupt nicht. Damit jetzt, ich den, jetzt, damit bin Aristoteles. Also 300 Beispiele, was Christus. Nein, der hat das Problem schon erkannt, was das eigentliche Problem ist. Das Geld selber vermehrt sich nicht. Ja, über die Zinsen und so weiter. Nicht, dass das möglich ist. Nicht, dass zum Beispiel Kapitalismus heißt leistungsloses Einkommen. Ich kann mein Kapital irgendwo investieren, brauche nichts zu tun, ja, und kriege, weiß ich was, an zusätzlichem Geld, mit dem ich dann wieder noch vermehrt in den Markt einsteigen kann. Aber ist es nicht, du, dass ja, wir nicht deinen Geldfetisch aufbauen? Diese Möglichkeit, ja, dass ich Geld auf mich selbst darauf vermehrt, müssen wir beseitigen. Nein. Da bin ich jetzt einmal gegenüber dir, möchte ich sagen, du hast deinen Geldfetisch. Das Geld selber tut sich nicht wie Kaninchen vermehren. Den Zins zahlt ja wer und den kassiert wer. Ja, aber wer kassiert denn den Zins? Das ist der Anleger. Ja, der Anleger kriegt, der mehr Geld hat, als er braucht, ja. Ja, der bringt das in die Wirtschaft ein und so weiter. Ja. Aber man kann sich andere Strukturen vorstellen, wobei die Anleger eben nicht brauchen. Vorstellen kann man sich alles. Aber reden wir jetzt einmal über die Anleger. Es wird ja denen sehr jetzt vorgeworfen, diesen armen Bankers, die vor ein paar Jahren noch als die großen... Das ist die Riester-Rente zum Beispiel auch. Die was, die? Die Riester-Rente. Über 200 Milliarden sind ja schon zusammengekommen. Ich weiß nicht, was das ist. Die Altersversorgung. Oder die amerikanischen Rentenfonds. Ja, aber da ist, das ist doch eines der Prinzipien unserer Gesellschaftsordnung und das muss man zur Kenntnis nehmen, ja, dass man sagt, ich gebe Ihnen Geld hin
und das will ich vermehren und ich will mehr dafür heraushaben. Bei Marx heißt das GG Strich. Und da muss man sagen, wenn dieses Prinzip einmal gilt in einer Gesellschaft und anerkannt ist, ist es doch ein furchtbarer Umweg, was zu produzieren, auch noch damit man einen Gewinn kriegt. Da machen doch diese Anleger das Allergradwenigste. Das sind die wirklichen Vertreter. Also was war denn zuerst da? Ja? Also, schau in die Schöpfungsberichte, war das Geld zuerst da? Nein. Das ist doch falsch. Die Schöpfungsgeschichte ist nicht mein bevorzugtes Sachbuch für Wirtschaft. Nein, das Leistungsequivalent wird entwertet, dadurch, dass eben das Geld eben nicht mehr die Leistung repräsentiert. Deine Idee ist wirklich kreuzverkehrt, das Geld zu teilen in eine Seite. Das Verkehrte an dem Gedanken ist, das Geld zu teilen in eine gute und eine schlechte Sache. Es gibt das Geld, diese Idee zu sagen, das Geld verfügt über eine gute Leistung und eine, die man nicht unterschreiben will. Es hätte eigentlich einen Dienst zu leisten in der Zirkulation, aber das Negative sei, dass es einen Zins abwirft und sich immer weiter vermehren will. Nein, das ist andersrum. Das Geld gibt es nur überhaupt aus dem Grunde, dass es mehr werden soll. Sonst macht Geld überhaupt keinen Sinn. Also, sonst macht auch übrigens Zirkulation keinen Sinn. Die Idee, es ginge um den Austausch von Waren, ist wirklich blind gegenüber dem, was am Markt passiert. Dort werden nämlich Waren nur dann angeboten und zum Verzehr bereitgehalten, wenn der andere Geld hat und den Verkäufer seinen Kauf realisiert. Also nur, wenn es ein Geschäft für den Verkäufer ist, gibt es das. Und da sagst du gleich, das wäre fast so harmlos, wie man tauscht Kartoffeln gegen Rohre. Nein, das habe ich nicht gesagt. Doch, das soll doch die gute Seite sein. Ich sage nochmal, die gute Seite gibt es nur dann, gibt es nur dann, wenn es ein Geschäft für den einen ist. Sonst gibt es die nicht. Das ist So, dann müssen wir darüber streiten. Ich möchte noch mal ganz kurz. Also, das Geld wurde ja hier, glaube ich, auf diesem Planeten deswegen eingeführt. Der Tausch, der ja auch kritisiert wird, in gewisser Weise vereinfacht wird, damit man die Kuh von Südafrika nicht bis nach Nordafrika trägt. Moment, also die Handhabbarkeit von Geld und in diesem Wertesystem Kapitalismus hat sich ja als solches tatsächlich bestätigt, dass man versucht, Werte zu transportieren über genau diese Bio-Überlebensscheine. Ja? So, und dass das nicht funktioniert tatsächlich, um konkret wirklich alle Bedürfnisse zu befriedigen, dass die Menschen wirklich zufrieden mit innerem Frieden leben, das merken wir doch hier alle. Deswegen sitzen wir doch hier alle. Das mag ja alles sein, aber zunächst einmal. Eine Gesellschaft ohne Geld, eine Gesellschaft ohne Tausch, wird trotzdem bedürfnisorientiert. Deswegen. Ja? Nicht trotzdem. Moment. Deswegen nicht trotzdem. Ja, okay, gut, habe ich mich versprochen. Entschuldigung, meinte ich nicht so. Manchmal benutze ich solche Füllwörter. Ich bin unbedingt interessiert an genau so einer Gesellschaft. Und ich möchte gerne, dass es irgendwie so rasch wie möglich tatsächlich praktiziert wird. Ja? Ich finde hier super viele coole Ideen hier auf diesem Kongress. Unbedingt. Ich bin kein Anarchist, ich sehe mich auch nicht als solcher, ich sehe mich einfach nur als Mensch. So, und ich möchte gerne wissen, gibt es Leute, die tatsächlich Ideen haben, wie wir von heute, bei dem, wo wir gerade sind, genau zu diesem Punkt kommen? Und wenn wir die Vorarbeiten dafür leisten, das interessiert mich tatsächlich. Das ist doch auch wieder darauf hin. Weil wir reden hier nur, wir kritisieren dafür. Ja, wir sind uns doch einig. Das ist irgendwie scheiße. Nein, wir sind uns ja nicht einig. Das ist jetzt ja das Problem. Wir sind uns nicht einig. Und deswegen habe ich ja, das habe ich schon auch in meinem Vortrag versucht vorwegzunehmen. Es gelingt natürlich nie, dass ich sage, meine Aufgabe ist es, über die Wirklichkeit zu reden. Okay. Und nicht Ideen zu bringen, wie es anders sein könnte. Das ist nämlich billig irgendwie. Die Fantasie und die Einbildungskraft einzusetzen, das kann jeder. Aber ich finde es, angesichts dessen, dass wir uns nicht einig sind, viel wichtiger mal darüber zu reden, was ist, und uns darüber mal einig zu werden, was wir kritisieren an dieser Gesellschaft. Also, aus dem hat mein Das ist und auch analysieren. Also sagen, was sind die wirklichen Ziele, die gelten, wie werden die durchgesetzt, wie ist jeder dem unterworfen? Warum muss jeder an Geld herankommen? Und das geht nicht. Ein Zwang besteht doch für den Einzelnen in diesem Augenblick, solange dieses System, dieses Geldsystem als existiert. Genau, das ist ein Zwang. Genau diesen Zwang, wenn man halt nicht die nötigen Ressourcen tatsächlich verfügbar hat,
sich einer ganz bestimmten Art und Weise, hat der Herr, ich weiß seinen Namen oder nicht, macht ja nichts. Gesagt, alle sehr richtig gesagt, ja, da müssen wir uns tatsächlich dieser Lohnzwangsarbeit unterwerfen, in gewisser Weise. Natürlich. Wenn wir zu bestimmter Bedürfnisbefriedigung kommen wollen. Genau. Und das geht aber so harmlos bei uns, ja, harmlos. Da steht nicht hinter jedem einer mit einem Gewehr und sagt, du musst arbeiten gehen und kein KZ, sondern es geht einfach. Steht ein Frau von einem Gewehr. Ja, aber es ist alles, das muss sich trotzdem jeder seine Leiche zum Arbeitsamt tragen und in die Fabrik und sonst was, genau. Und selber seinen genau. Willen einsetzen. Der muss tatsächlich dahin gehen, sich in gewisser Weise selbst herabwürdigen, ja, um tatsächlich seine Bio-Überlebensschein jeden Monat zu bekommen. Ja, ja, so ist doch die Menschen. So ist es. So, und was hat tatsächlich... Was da ist das Geld. Da ist das ist unglaublich. Das glaube ich dir sofort. Du bist nicht der Einzige. Aber das alles geht so einfach mit diesen Scheinen, mit diesen Papierscheinen, und die jeder drankommen muss. Unglaublich, ne? Das, auf das wollte ich hinaus, verstehst du? Weil du lachst, frage ich dich. Hast du da Zweifel dran? Was an der Gewalt dieser Mittel? Nein, ich finde es einfach nur lustig, dass die Leute das klar ist, vielen in gewisser Weise, aber offensichtlich da einen Gefallen dran finden an diesem Leiden. Ich weiß nicht, ob sie den Gefallen finden am Leiden. Die, haben, die meisten Menschen haben doch eine andere Interpretation, haben doch eine andere Interpretation als ich, warum sie arm sind. In der christlichen Gesellschaftsordnung gehört das Leid, der Weg des Leides zur Erlösung. Jeschua bin Mathe an Kreuz, der hat die Rippen. In Berlin gibt es überhaupt keine Christen mehr. Die sind vor 75 Jahren ausgestorben. Außer Uwe. Aber es gibt immer noch genügend Leute, die. Insbesondere die, die nicht auf das niedrigste Boot zurückgeworfen sind. Hartz IVler, würde ich dir recht geben, die sehen sich nur gezwungen zu der Scheiße, die sie machen müssen. Genau. Aber das Schlimme ist doch, dass die meisten Leute, die normalen Leute, die noch Arbeit haben, oder die wenigstens noch Hoffnung auf Arbeit haben, dem, wie ich meine, völlig blöden, falschen Gedanken anhängen, dass sich Arbeit für sie lohnen würde. Auf Arbeit zu setzen, auf Lohnarbeit zu setzen, was Vernünftiges heißt. Die TDS hat es vor ein paar Jahren mal schön in einem Wahlplakat auf den Punkt gebracht. Ein Eurojobs nein, Lohnarbeit ja. Das war die ernst gemeinte Parole der TDS, die für Millionen, nicht nur TDS-Wähler, in diesem Land gilt. Der normale Arbeiter... Und mit der PDS gedacht hat, sie kann Werbung für sich machen. Ja. Sie wird nicht geteert und gefedert, ja, sondern die Leute wählen sie für sich. Und gegen diesen Spruch gab es so gut wie null Widerspruch. Weil in der Tat fast jeder Staatsbürger dieses Staatssystem zustimmt. Und solange das so ist, solange die Leute tatsächlich Lohnarbeit und Geld verdienen, für was völlig Vernünftiges halten und nicht in erster Linie etwas, was ihnen auch gezwungen ist, hat ihnen geschadet, solange muss man relativ viel Überzeugungsarbeit machen, ehe man sich dann die Frage stellen kann, und was macht man mit den Leuten, die zu richtigen Erkenntnissen darüber gekommen sind, wie diese Scheiße organisiert ist, der sie unterworfen sind. Aber zuerst sich immer gleich schon zu fragen, was können wir denn jetzt da draußen auf der Straße machen, ehe man überhaupt auch nur ein Fitzelchen weiß darüber, was eigentlich Sache ist, wie dieser Laden organisiert ist, was seine Zwecke sind, was die falschen Auffassungen der meisten Leute über diesen Laden sind. Das halte ich für verlorene Liebesmühe. Ich stimme dazu, auf jeden Fall, dass diese bewusst machen nennen. Ja? Also weniger überzeugen hat, sondern das kann ich von dieser Rede verwenden. Und das will ich nicht. Ich will, dass der Mensch von alleine darauf kommt, am besten die Erkenntnis selber schließt. Das, weil das ist die beste Form des Lernens. Man kann sich ruhig helfen lassen von anderen. So. Klar, aber das ist ja auch ein Handlungsschritt, ein erster. Ne? Also sprich, man muss mehr Menschen irgendwie dahin bekommen, dass sie merken, hallo, ich hinterfrage das jetzt mal tatsächlich, was hier passiert. Und erst dann ist auch tatsächlich eine Möglichkeit gegeben, dass man was verändern kann. Ne? Wenn die Leute bewusst mitbekommen, was eigentlich passiert. Mit ihnen und um sie herum. Also Luxichomie, das ist vielleicht eigentlich eher ein Begriff. Der hat ja 1912 in seiner Ambitionsschrift geschrieben. Wer jetzt wieder? Ludwig von Mises, einer der Heroen der Liberalen. Ja, okay. Aber einer der besten Kritiker der sozialistischen Ökonomie. Aber egal. Er hat geschrieben, in seiner Kreditexperte. Ich fürchte den Österreicher. Ja, aber. Ja, selbstverständlich. Mises. Nein, das ist ja was sehr Vernünftiges. Ich sage das nochmal in meine Richtung. Er sagte 1912, stopp. Wenn man eine Kreditexpansion nicht so früh wie möglich freiwillig einstellt, je länger man sowas laufen lässt, desto brutaler wird der Zusammenbruch des entsprechenden Finanzsystems sein. Also genau das, was wir heute haben. Genau der Fehler. Und das ist der Fehler von Mises. Ja.
Muss ich sagen, nicht unbedingt dir recht geben. Man sieht aus dem einen, der Mann ist ein Fan vom Kredit. Ja. Er hat was überhält, was hat das für den Kredit? Er ist ein Vertreter dieser Gesellschaftsordnung, der Mises. Nein, er sagt, die Kreditexpansion einschränken muss, dann heißt es doch, wenn er im richtigen Rahmen bleibt, der Kredit, dann ist er doch eine feine Sache. Nein, so früh wie möglich einstellen. Er hat gesagt, nicht einschränken, sondern einstellen. Also es darf keine Kreditexpansion geben, weil das eine Entwertung des Leistungssektors ist. Wenn ich was expandiere, dann muss ich es doch vorher haben, sonst kann ich es expandieren. Also wenn einer sagt, er will die Kreditexpansion einschränken, dann sagt er, Kredit soll es geben, das muss die Grundlage sein. Ich nehme mal an, dass er sagt, das ist die tunende Funktion des Finanzkapitals am Realkapital, dass sie den Kredit geben. Und mehr sollen sie eigentlich nicht machen. Das ist eine Illusion. Vielleicht ein Hinweis. Kredit gibt es übrigens nur als Expansion. Gibt es gar nicht anders als Expansion. Kredit gibt es gar nicht als eine getrennte Sache. Das ist ja Anspruch auf Mehrwerten, das ist Kredit. Ja, darum ist das immer Unsinn von dem. Das ist ein Blödsinn von dem. Ja, da sind wir uns ja vielleicht auch einig, das ist ein Blödsinn. Ich glaube, dass wir da nicht dagegen, solche Leute sind. Was die Ökonomie anbelangt. Ach, so bescheiden bin ich da nicht. Ich wiederum würde mich gar nicht mit ihm vergleichen wollen. Das war ein Verteidiger dieser Gesellschaftsordnung, ich bin ein Kritiker. Als BRDler muss dann auch noch die Fahne von Ludwig Erhard holen. Das war erst ein Vorschüler von ordentliches Geld. Ich sage nur D-Mark, 1959. Das erste richtige Geld seit langem. Ja. Also er war zwar Schüler von Franz Oppenheimer, ja, aber hat seine Oppenheimer sich hier verraten. Ja. Obwohl er... Das sind wir über ewig böse. Kennt ihr Oppenheimer etwas genauer? Nein. Ich halte diese Debatte für... Das ist ein bisschen eine Angeberei, wer kennt mehr Nationalökonomen. Und da will ich mich auch nicht, da will ich mich auch nicht einmischen. Also nochmal das stark geschrieben. Darf ich nochmal ein bisschen das Holz von Realität? Bitte, ich bitte darum. Also was ist denn tatsächlich jetzt auf den Geldmärkten zurzeit los? Also wir haben da sozusagen verunsicherte Banken, die nicht wissen, wie es tatsächlich weitergeht, wie viel denn tatsächlich sozusagen an Wert, an Fleisch geschöpft wird für ihre entsprechenden Überlebensscheine, die wissen wir ja, also diese Geldzettel. Fakt ist doch, es wird doch zurzeit unheimlich viel Geld in den Markt reingekommen. Also wenn ich das mal ganz grob überschlagen habe, war das bis hierher von Beginn, also die ersten Schritte und Zeichen dieser sogenannten Finanzkrise im 2007 in etwa, sind es bis jetzt so ca. 3.500 Billionen Euro, die konkret seitdem in den Markt reingepumpt wurden. So, irgendwann muss ja das Geld und diese Auswirkungen dieses Hineinpumpens ja auch irgendwie ersichtlich sein. Das, was passiert, ist ja bei diesem Geldsystem, dass es dann irgendwann zu inflationären Geschehnissen kommt. Das heißt also, Mieten werden teurer, Essen wird teurer, alles wird viel teurer. Das heißt also, das Geld verliert seinen konkreten Wert, so wie er tatsächlich hier gemessen wurde irgendwann. Das ist doch die Realität, oder? Inflation ist. Genau, also Inflation wird es demnächst geben. Es geht aber anders. Und die Japaner haben 10 Jahre, 15 Jahre lang Hunderte von Milliarden in ihre Wirtschaft reingepumpt, um eine Deflation umzudrehen. Haben es nicht geschafft. Mittlerweile ist die Staatsverschuldung in Japan bei 170% des japanischen Sozialprodukts damit doppelt, dreimal so hoch wie bei vielen anderen Ländern. Die hatten gerade die panische Angst dafür, dass alles in einer Abwärtsspirale den Orkus runtergeht. Wie dem auch sei. Ob das übrigens 3.500 Billionen sind oder nur 1.700 ist völlig wurscht. Es ist schon richtig, dass alle Staaten dieser Welt verzweifelt versuchen, ihr Finanzwesen vor dem Untergang zu retten. Das ist offensichtlich, das kann man jeden Tag in der Zeitung lesen. Die Frage ist doch, ob wir was davon haben und darauf wetten sollen und hoffen sollen, dass denen das auch möglichst gelingen möge. Das ist jetzt etwas, wo wir alle hier in der Politik trommeln. Ja. Die einen mit, hoffentlich packen die das, die zweiten, die richtigen mit dem Rezept dafür, wie das auch erfolgreich gehen kann. Und die Frage, wofür dieses Finanzwesen, wofür dieses Geld denn gut ist, wird dabei überhaupt nicht mehr gestellt. Ich wollte nur was zur Inflation sagen, wenn du das angesprochen hast. Das ist ja auch eine interessante Sache, die Inflation. Da heißt es, wird alles teurer.
Es gibt aber eine Ware, das ist die wahre Arbeitskraft. Sobald die mehr Lohn wollen, heißt das, dürfen wir nicht machen, jetzt müssen wir vernünftig sein, sonst ist das ein Inflationstreiber. Da merkt man, dass es zwei verschiedene Arten von Subjekten gibt in dieser Gesellschaft, also auch an der Frage der Inflation. Das andere ist natürlich, dass, was du sagst, das Geld als Maß der Werte ist ein bisschen in Frage gestellt und ich müsste ein Prophet sein, der ich nicht sein will, um zu wissen, wo das hinführen kann. Aber das ist auch nichts Neues. Historisch gesehen, solange der bürgerliche Staat der Gewaltmonopolist und Geldoktorladen ist, solange hat er natürlich aus dieser Stellung, dass er bestimmen kann, wie viel Geld in Umlauf kommt, auch immer geschlossen, dann kann ich auch bestimmen, wie viel Geld ich für meine Zwecke einsetze. Geldmonopol und Staatsverschuldung sind immer Hand in Hand gegangen und schon immer haben bürgerliche Staaten gewusst, dass natürlich, wenn man als Staat meint, den nächsten Krieg schon finanzieren zu müssen, dass das auch ein bisschen auf Kosten der Geldstabilität geht. Das hat noch nie irgendein Staat daran gehindert, das, was er politisch für sinnvoll erachtet hat, durch de facto letztendlich Hubschrauber-Bernanke Geldscheine ins Volk streuen zu finanzieren. Kein Staat, bürgerlicher Staat der Welt, war zufrieden mit dem Geld, was er versteuernden Leuten abnehmen kann. Als Staatsgewalt. Du gibst einfach ein Drittel her. Zeige mir einen imperialistischen Staat, der seine Projekte der letzten 50 Jahre mit Steuern finanziert hat. Okay, die sind immer der Auffassung gewesen, selbstverständlich. Aber ich weiß nicht, ob er noch das hinaus wollte. Das ist inflationär, das stimmt. Aber große Inflation ist dem Staat immer wert gewesen. Das ist jetzt historisch 50 Jahre zurück, ist jetzt nicht so weit. Also, dass überhaupt die Notenpresse praktisch zur Kriegsfinanzierung benutzt werden konnte, das hat ja auch eine Veränderung jetzt im bürgerlichen Geldsystem auch erstmal bewirkt. Das ist ja zur Finanzierung des Ersten Weltkriegs vor allen Dingen benutzt worden. Dazu wurden dann ja auch, musste die SPD dann ja zum Beispiel auch zustimmen. Aber das heißt, davor wiederum, wenn man schon historisch denkt, ist es halt anders gelaufen. Und es gab auf dem Gebiet des Deutschen Reiches gab es halt durchaus etliche Notenbanken. Dass das tatsächlich dann zentralisiert wurde in der zentralen Reichsbank, das ist übrigens auch eine Forderung von Marx gewesen, die dann eben umgesetzt wurde und dann ja eben auch mit dazu beigetragen hat, dass der Erste Weltkrieg so durchgeführt wurde. Womit ich jetzt nicht sage, dass Marx den Ersten Weltkrieg gefordert hat, das wäre zynisch, aber so ist es halt gelaufen. Und von wegen der Kredit, auch die Zentralisierung des Kredits ist im kommunistischen Manifest gefordert worden. Ja, im kommunistischen Manifest hat der Marx alles Mögliche geschrieben, was ich nicht unbedingt überschreiben würde. Ja, da geht es dann schon unmittelbare Forderungen. Da kommt man halt hin, wenn man irgendwas fordern will. Konkrete Forderungen anstehen. Das war doch ad hoc übergangsweise Forderungen der kommunistischen Partei in Deutschland im Anfang, also was angehängt ist ans eigentliche kommunistische Manifest. Also im Jahre 2009, Ära Vulgaris, die bündliche Zeitrechnung. Ja, es ist ja so, dass die 20 Jahre nach dem vermeintlichen Scheitern der Planwirtschaft stehen und nochmals 20 Jahre, zumindest was die Ostteile der Bundesrepublik Deutschland, der derzeitigen betrifft, versucht wurde sozusagen, ja, die Marktwirtschaft sozusagen. Ein Punkt, dass sich etwas herauskristallisiert, und zwar folgendes, das eine hat sich nicht bewährt, aber auch das andere auch nicht. Also das wäre jetzt eigentlich die tatsächliche Kritik, die man selber an sich üben müsste als Staat oder als Gesellschaft, wie auch immer. Ja, also was jetzt in der Planwirtschaft, die die drüben gemacht haben, oder hier, teilweise nicht so weit weg von mir, was da jetzt alles verkehrt war, darauf will ich jetzt nicht eingehen, das ist zu spät. Aber was man sieht nach der Wende, das habe ich wirklich interessant gefunden zu beobachten, wie schwierig es ist, ein Privateigentum wieder einzuführen. Und was das geführt hat, der Zerstörung der realsozialistischen Wirtschaft, die musste ausradiert werden. Und das habe ich beobachtet in Ungarn und in Russland und überall. Ja, da gab es ja diese Treue. Sonst geht es nicht. Und da merkt man nur, dass das Privateigentum Ausschluss ist und Zerstörung fremder Produktionsformen. Das spricht halt sehr dagegen. Ja, nicht nur das, auch tatsächlich Bedürfnisse, die befriedigt wurden. Also ich komme aus dem Osten, ja. Und also ich finde es sehr spannend, das eine erlebt zu haben und das andere jetzt zu erleben und so. Und mir gefällt beides nicht. Und ich fand es interessant, dass zumindest wir Ostbürger so ganz bestimmte Produkte haben. Aufgrund unserer Sozialisierung haben wir die auch sehr toll gefunden. Die fanden sie qualitativ sehr toll. Auf einmal gab es sie nicht. Römer! Hä? Römer! Ja, das war ein realistisches und römisches an sich. Und Frage, ja. Und was ist das?
Also eine Transferwährung. Also, weil es ja nicht drei Sandalen, die die ganze Zeit. Ich muss das erzählen, was da passiert wäre. Ein Tag vor der Währungsunion hieß es noch Haushalt. Ein Tag danach, nach der Währungsunion, hieß es Kaisers. So, und wenn man in den Laden reingegangen ist, man hat gar keine Ostprodukte mehr gesehen. Das war alles weg, das gab es gar nicht mehr. Man musste sich konkret von vorne neu orientieren. Was ist denn jetzt was? Wie schmeckt denn das jetzt? Was ist das überhaupt? Was ist da drin und so weiter? Unglaublich, war sehr toll. Spannende Erfahrung. Ja, vielleicht und langsam würde ich vorschlagen, packen wir es, weil ich glaube, die graue Substanz ist schon ein bisschen erschöpft. Aber noch einmal, ich habe mich sehr gefreut über das große Interesse. Und würdest du nur eine kleine Nachfrage, würdest du das als anarchistische Position bezeichnen, was du jetzt vorgetragen hast? Ja, natürlich. Wenn du so einfach zufrieden zu stellen bist. Dann sollte man tatsächlich weiter diskutieren.